Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dungeons & Dragons Online mit mir, Nerestro, meinem Charakter Nerestro und Seesul. Heute nehmen wir die Quest von Gunther Gloomtender an, welche eine weitere Necropolis 2 Quest ist, und zwar Tomb of the Shadow Knight. Insofern, wir sehen uns bei der Quest. So, und hier sind wir nun vor der entsprechenden Quest, Tomb of the Shadow Knight. Das ist die südliche von diesem Viereck der rechten Seite. Und nach einer kurzen Buff-Runde sprechen wir mal mit unserem mehr oder weniger netten Typen, dem Shadow Knight. Und der sagt uns, dass wir hier bestimmte Sachen ausmachen sollen. Unlike my colleague, the Shadow Guard, Rogue loves the water. Okay, und was wir hier gerade machen ist, wir sammeln erstmal alle Gegner und werden dann eine Wall of Fire hinsetzen. Oder wir sammeln möglichst viele Gegner. Und hier haben wir Broom. Und so haben wir auf relativ spellpoint-technisch billige Weise verdammt viele Gegner ausgeschaltet. Was die Quest erheblich einfacher macht, als wenn man ewig hinter einzelnen Gegner herrennen muss. Was ihr eventuell zwischenzeitlich gesehen habt, ich krieg Feuerdamage, obwohl ich eine 30er Feuerresistenz habe. Also die fangen hier an, entsprechend wieder lustiges Zeug zu machen. Was auch Schaden macht. Ich habe hier überprüft und keine Trap gefunden, habe es also für sicher empfunden und wie ihr seht, ist es auch keine Trap ausgelöst worden. Nun laufen wir in die vorherigen Räume mal ein bisschen zurück, um dort das Zeug anzusammeln, das wir ansammeln wollten. Und bei diesen Teilen hier kann man nie sicher sein, also... Ah, wir haben hier gleich zwei Trap-Panels, das heißt, wir machen erst das eine hier aus. Und dann das andere, welches hier ist. Und dann sollten die Traps aus sein. Währenddessen macht unser Teamkollege hier die Gegner. Und wir haben hier einen Red Key. Normalerweise, wenn ihr hier durchläuft, dann macht diese Flamme hier BAM und ihr kriegt Fett Ice Damage. Wenn ihr zur Truhe hinlauft, kriegt ihr Fett Electricity Damage. Sobald ihr diesen Schlüssel hier habt, könnt ihr dieses Teil hier aufmachen. Und seid in dieser Quest verdammt vorsichtig, weil es gibt wahrscheinlich kaum eine Quest, wo mehr Traps vorhanden sind. Wie ihr seht, dieses Ding hier ist schon wieder eine Trap, weswegen hier mal außen entlang gehen werden. Und hier haben wir hierzu ein Trap-Panel. Und wir haben hier schon wieder ein Notice of eine Trap, also suchen wir hier drüben nochmal. Und auch hier haben wir wieder ein Control-Panel. Und auf der anderen Seite werden wir höchstwahrscheinlich auch ein Control Panel finden dazu. Nein, nicht mehr, okay. Dann war das sogar von Seiten dieser Traps alles. Und wir können hier weiter zum nächsten Raum gehen. Und hier gleich mal wieder nach neuen Traps suchen. Hier ist gleich mal eine und direkt darüber eine Trap. Suchen wir doch gleich mal weiter, nachdem hier... Okay, hier haben wir die nächste Trap. Wozu wird sich dazu das Panel befinden? Nochmal eine. Wo ist dieses dämliche Panel? Suchen wir mal weiter hinten. Nein? Ja, dann Reflex Safe Gear anlegen und Geronimo sagen. Okay. Au! Au, au, Gegner, au, Gegner.
noch sind es nur Face-Spiders, also vergleichsweise erträglich. Die Spectres sind ein bisschen gemeiner, weil, wie ihr eventuell vorhin gemerkt habt, die haben mich dispelled. Das heißt, meine ganzen Buffs sind weg oder ziemlich viele meiner Buffs. Und wenn die meine Death-Aura dispellen, dann kriege ich nicht mal mehr Leben zurück und das ist dann nervig. Okay. Dann legen wir hier nochmal unser entsprechendes Search-Gear an. Hier drüben finden wir nichts. Wie schaut es hier aus? Hier finden wir auch nichts. Aha, ein Control Panel und ein anderes Control Panel, das da drüben ist. Halt, wir müssen die Control Panels übrigens auch anschauen, wenn wir sie ausmachen. Und das andere Control Panel ist dann hier. Au, au, das ist mitten in der Trap drin, das ist unfair. Zum Glück fängt unser Skelett die meisten Schüsse ab, wodurch wir hier einfach weiter können. Die entsprechende Trap dagegen haben wir ja schon ausgemacht, sonst wäre uns jetzt wieder irgendwas um die Ohren geflogen. Hier scheinen wir gerade keine Trap zu haben, weswegen wir liebend gern doch mal den Zauberer ausschalten. Shadows machen übrigens Stärkeschaden und wenn ihr zu viel Stärkeschaden erhaltet, dann sterbt ihr einfach. Und wenn ihr sterbt durch den Stärkeschaden eines Shadows, dann werdet ihr selbst zum Shadow und seid unter der Kontrolle des Gegners. Nicht schön. Und hier ist wieder eine weitere Tür, also vielleicht eine weitere Trap. Wer hätt's nur gedacht. Okay, die Trap ist ausgemacht, das heißt, wir können hier weiter und gleich mal searchen, ob es vielleicht jetzt hier eine neue Trap gibt. Nein. Und jetzt nochmal weiter hinter. Man will ja sicher gehen, dass nicht plötzlich Klingen aus dem Boden kommen. Anscheinend nicht. Das heißt, wir können hier zum Evil Altar und den entsprechend purifieren. Das heißt, wir können jetzt theoretisch weiterlaufen in die nächste paar Räume und dort wieder eine Wall of Fire hinlegen. Ihr seht, wir haben hier eine Sache davon bereits gemacht. Und rennen jetzt hier praktisch alles andere ab, um möglichst viel Aggro zu ziehen. Und rein in den Raum. Einmal rumdrehen und Wall of Fire. Solltet ihr kein Caster sein, der eine Wall of Fire hat oder dergleichen, dann empfiehlt sich logischerweise, Gegner einzeln zu töten und nicht alles irgendwie hinterher zu schleppen. Allerdings, wie ihr seht, sind soweit auch ein paar Champions gestorben, einer der drei. Das heißt, ich werde noch eine Wall of Fire hinlegen, nur um sicher zu gehen, dass auch die anderen Champions alle endlich sterben. Und damit sind alle Champions tot? Nein, immer noch nicht. Dämliche Spider lebt immer noch. Dämliche Face Spider ist tot. Hat sie wohl kein Gesicht mehr. Wir haben hier eine weitere Chest, also searchen wir einfach mal. Ja, zwei Control Panels, eins hier und eins noch hinter mir, wie ihr gesehen habt. Und damit haben wir ziemlich viele Fallen ausgeschalten und wie ihr seht, es gibt sogar eine Optional Disable 20 Traps, also wir müssen nochmal 20 mehr disablen. Wie bereits erwähnt, ich hatte doch alle ausgemacht. Wie also gesehen, gibt es hier anscheinend noch eine Trap. Gargoyle, lass mich einfach in Ruhe. Und
ein weiteres Panel. In diesem Raum sind also gleich drei dieser netten Traps. Und wie ihr gesehen habt, hier hinten habt ihr nochmal eine Chest. Die enthält diesen Green Key. Genauso wie auch in dem Raum da oben, wo wir einfach weitergelaufen sind, nochmal eine Chest war. Allerdings gehen wir jetzt zurück zum Schrein und werden erstmal schreinen. Okay, die notwendigsten Buffs, denn wir haben ja gemerkt, sie werden uns eh irgendwann dispelled. Dann können wir hier zurückgehen und die Tür aufsperren, zu der wir jetzt ja diesen schönen Schlüssel gekriegt haben. Und die erste Sache, die man natürlich machen muss, bevor man einen neuen Raum betritt in dieser Quest, man searcht. Ansonsten haben wir anscheinend nur weitere Türen. Aber die mache ich einfach mal auf. Dann kommen vielleicht mehr Gegner raus. Und wenn mehr Gegner rauskommen, lohnt es sich vielleicht eine Wall of Fire hinzusetzen. Okay, haben wir hier sonst noch irgendwas in diesen Räumen? Ja, ein gelocktes Etwas. Wir können natürlich dieses picken. Sofern wir ein bisschen besser rollen als nur das, was wir gewürfelt haben. Und es ist jedes Mal die gleiche Geschichte. Man muss es gefühlt 10-mal versuchen, bis man endlich das Ergebnis hat, das man will. Hier hat man einen Lever. Man hätte natürlich auch einfach so reingehen können, nicht Dödel. Dann hätte man die Tür nicht aufmachen müssen. gut. Aber neuer Raum, neue Traps. Ah, falsche Taste. Schade aber auch. Nein, hier hat man noch keine. Gehen wir ein Stückchen nach vorne. Man will ja nicht irgendwie in Traps reinlaufen. A curious-looking lever is mounted on the crossbeam. Anscheinend haben wir hier keine Trap an diesem Lever. Das ist sogar relativ gut. Aber wir haben hier ein paar Gegner. Ein paar viele Gegner. Und falls ihr euch fragt, was dieses schnaubende Geräusch ist, was ab und zu kommt, das passiert, wenn ein Shadow stirbt. Oder zumindest, wenn er besonders viel Schaden erhält oder irgendwie sowas in die Richtung. Ah, Trap. Oh, und da oben ist nochmal ein Target-Lever, wie Sisul uns gerade darauf hingewiesen hat. Aus diesem Grund nehmen wir unser entsprechendes Target etwas und werfen drauf. Was passiert? Tür geht zu. Werfen wir nochmal drauf. Ding geht auf. Okay. Wo zum Teufel ist das Panel dafür? Nein. Lasst mich raus, ihr dämlichen Wesen. Twilight Channeler. Also Zauberer. Also gehört tot. Und nun suchen wir schon wieder nach diesem dämlichen Disable Panel. Auf dieser Seite nicht. Vielleicht auf dieser. Nein. Dann gehen wir mal außen rum und schauen hier. Hier haben wir ein Panel. Oh, ich habe gefailt. Hat man auch nicht alle Tage. Wie ihr seht, ist das Ding jetzt aus. Doch wozu brauchen wir den Target-Lever da hinten? Das Ganze hängt damit zusammen, dass wenn wir hier das Ding hier nehmen und das da hinten abwerfen, dann geht das hier zu und das hier auf. So einfach schaut's aus. Und neuer Raum, neues Searchen. Besonders da hier wieder ein Lever ist. Aber anscheinend ist auch hier erstmal keine Gefahr.
Nein. Und wenn wir diesen Lever hier betätigen, dann geht die Tür da hinten andersrum wieder auf. Und oh mein Gott, wir haben wieder viele Gegner. Und wie ihr seht, Wall of Fire ist ein sehr, sehr schöner Zauber. Und irgendwie bin ich der Meinung, dass ich hier lieber searchen sollte, anstatt einfach reinzulaufen. Denn ich war der Meinung, dass in irgendeinem dieser Räume die ziemlich viele Klingen aus der Wand und Boden und so gekommen sind. Nein, anscheinend gibt's hier keine weiteren Probleme, weswegen wir dieses Teil hier machen, wieder einen Raum abklappern, eine Wall of Fire hinstellen werden und dann entsprechend zurückgehen werden und schreinen werden. I used to be a sculptor. Many of these fountains are my creation. The rogue adds embellishments of his own to several of them. Okay. Wie ihr seht, auch diese Gegner sterben genauso schnell wie alle anderen. Okay. Und geht's weiter mit den Traps. Hier haben wir ein Panel, allerdings die letzte Runde hat uns ja bereits gelehrt, dass wir lieber mehrfach suchen sollten, damit wir auf jeder Seite alle Panel kriegen. Zwei von vier Seiten sind bearbeitet. Schauen wir beim Eingang nochmal. Nichts. Und dann schauen wir hier nochmal. Auch nichts. Das heißt, wir legen sicherheitshalber unsere Reflex-Gear an. Die kleinen Chests sind übrigens immer die, die die Keys geben. Und die großen Chests sind einfach nur Loot. Gut. Jetzt könnte man natürlich einfach mal zum letzten Schrein zurück und dort resten. Das hört sich so an, als würden hier wieder Gegner sein. Ja, es sind tatsächlich Gegner aufgetaucht. Okay, damit sind alle Gegner tot und wir können gefahrlos resten. Nach diesem entspannenden Mittagsschlaf können wir natürlich gleich weitermachen. Wir haben nun den Schlüssel für diesen Gang hier rausgefunden, aus der Chest gelootet, können nun also in diese Tür herein. Und natürlich das Wichtigste, bevor wir einen solchen Raum betreten, angegriffen werden, damit wir nicht searchen können, klar. Ihr wolltet es so, also sterbt nun auch. Und hier haben wir gleich zwei Control Panels. Eins auf der linken, eins auf der rechten Seite. Okay, damit können wir hier vielleicht weiter, aber sicherheitshalber suche ich lieber nochmal und es sind auch weitere Shadows aufgetaucht. Übrigens könnt ihr Walls of Fire nicht auf nassen Boden bauen. Das ist, denke ich, klar, weil sonst wäre das ja irgendwie unlogisch und so. Und die Gargoyles, die ihr da oben seht, sind keine Statuen, sie sind tatsächlich Gargoyles. Sie wachen tatsächlich irgendwann auf. Wann genau, weiß ich nicht. Ich weiß bloß eins, ich werde jetzt hier durchlaufen und möglichst viel wieder aufwachen lassen.
In der Hoffnung, dass man dann eine Wall of Fire hinstellen kann. Und hier sind wir mit einer Wall of Fire. Und hoffentlich mehr Gargoyles, welche aufwachen und uns hinterherlaufen in diese Wall of Fire rein. Und der Shadow läuft mal wieder überhaupt nicht rum. Weswegen wahrscheinlich gleich unsere Wall of Fire ausläuft, bevor die Gegner tot umfallen. Ja. Genau das dachte ich mir schon, aber wir haben ja genügend Mana. Wie ihr seht, wenn ihr hier tatsächlich alle Breakables haben wollt, ihr müsst hier ein bisschen was dafür tun. Es ist nicht wie sonst immer, lauft einmal durch und ihr habt alles. Natürlich braucht ihr hier auch noch Throwables, um die Sarkophage da oben zerstören zu können. Okay. Hier haben wir einen weiteren Weg. Weiterer Weg heißt vielleicht weitere Traps. Erstmal noch nicht. Und da hinten haben wir ein paar mehr Face-Spiders. Und einen ziemlich großen Weg. Stellen wir einfach mal eine Wall of Fire rein. Wall of Fire ist übrigens ein AOE-Feuerspell, weswegen er normalerweise Netze wie dieses hier wegbrennen sollte. Allerdings, anscheinend funktioniert das seit dem letzten Update nicht mehr. Ja, ich glaube, wir haben eine Trap gefunden. Und wo ist das entsprechende Control Panel? Direkt davor. Drei weitere Traps, bis wir alle haben, angeblich. Nun, ist hier vielleicht auch nochmal sowas? Das heißt, hier könnte auch wieder so eine Trap sein. Ja. Also noch zwei weitere, bis wir es tatsächlich haben. Also anscheinend reicht eine 3 nicht, es zu disablen. Eine 8 reicht allerdings jedes Mal. So, dann sollten wir... Ah, hier ist nochmal ein so ein... Nee, das ist der mit dem bereits disableden Trap-Panel. Das heißt, vielleicht war in einem der vorherigen seitlichen Gänge nochmal sowas. Aber im Großen und Ganzen sollten wir hier eigentlich in diesem Teil hier die Traps haben. Zwei weitere, bis wir es geschafft haben. Allerdings aus solchen Gründen haben wir hier den Altar. Gut, dann eben den Altar. Und hier haben wir weitere Gegner. Und ihr Gegner sollt nicht nerven. So, gerested Hammer, haben wir wieder volle Spellpoints, können wir weitermachen. Speedbuff und den Buff und... Ups, das war so nicht geplant, jetzt müssen wir den hier wieder ein bisschen rumordnen. Währenddessen kämpft gerade unser Teamkollege, aber wie üblich ist uns das absolut egal.
Wir sammeln mal wieder jegliche Gegner. Wie ihr euch vielleicht erinnert, haben wir hier bereits das Teil gehabt, aber nicht die kleine Chest dazu genommen. Jetzt haben wir auch den Gold Key. Und jetzt können wir dann auch weiter. Helfen wir einfach mal vorher unserem Freund Sisul. Hier wäre eine Wall of Fire. The Spell of Mass Destruction. Okay. Damit können wir weiter zum letzten Gang von dem Ganzen. Und ja, ich würde sagen, Trap. Die Frage ist, wo ist das Panel? An den Seiten kriegt man anscheinend keinen Schaden, also suchen wir hier mal... Nein, anscheinend hier nicht. Nein, hier auch nicht. Oh mein Gott! Ich habe stattdessen eine andere Trap gefunden. Aha, ein Disable Panel. Ein anderes Disable Panel. Ich hoffe mal, dass endlich diese Decke ausgeht. Ja, die Decke ist ausgegangen. Schauen wir mal, ob auf dieser Seite ist kein Gang, also auch keine Klinge. Es steht zwar jetzt keine Optional mehr da, dass wir mehr Traps suchen sollen, allerdings aus weiser Voraussicht nehme ich an, dass noch mehr Traps kommen werden. Was ich an Spell Firepower habe, hat unser Sisul, wie ihr seht, an Attack Speed Power. Er ist, was das angeht, äußerst groß, äußerst schnell und wow. Hier unten suchen wir nochmal, nicht, dass uns gleich irgendwas über die Ohren fliegt. Nein. Direkt dahinter, ernsthaft? Okay, also. Was soll der Dreck? Wie sollen wir das deaktivieren, wenn das Ding dahinter ist? Nun gut, deaktiviert ist es nun. Allerdings, was ihr eventuell gemerkt habt, die Ursprungsstrategie, welche auf den ersten paar Leveln oder ersten paar mehr Leveln äußerst gut funktioniert hat, dass wir auf Gegnern draufprügeln, bei meinem Angriffsspeed und meinem Schaden funktioniert das nicht ganz so toll wie früher. Das heißt, ich werde ab sofort wirklich mehr Zauber benutzen müssen. Ich bin zwar ein Freund der Enchantment Spells, wodurch ich Gegner übernehme, allerdings reine Damage Spells sind genauso brauchbar. Ich war der Meinung, dass dies hier der Raum war, wo ganz, ganz viele Klingen über dem Boden verteilt sind. Wie ihr seht, diese Teile hier. Allerdings, wo ist das Disable Panel dafür? Nein. Ein Disable Panel. Gut, dann hätte ich gesagt, Augen zu und durch. Wie ihr seht, diese Quest ist ouch. Besonders solche Teile hier. Unser Freund ist jetzt awoken und hier haben wir ihn. Uiuiuiuiui. Was ihr natürlich machen könnt, ist, ihr lauft hier hinter. Und dann geht natürlich die nette Mumie auch durch die Klingen. Wie ihr seht, tötet es die Mumie relativ schnell. Oder aber ihr legt eine Wall of Fire hin. Das Ergebnis ist, denke ich, dasselbe. Hey! Der wird doch jetzt seine letzten paar Leben verlieren. Okay, damit ist die Mumie tot. Wir kriegen unsere XP und haben die Quest geschafft.
Jetzt könnten wir natürlich noch in die Mitte des Ganzen schauen, um zu schauen, wo genau er hergekommen ist. Es war hier und es gibt sogar noch eine Chest dafür. Sogar zwei Chests. In der Hoffnung, dass jetzt nicht plötzlich noch eine Trap uns um die Ohren fliegt. Aber anscheinend ist dem nicht so. Insofern, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal.